Macht uns schneller im Kampf und in der Bewegung. Na, bei dem gerade hätte uns das geholfen, weil wir ordentlich hätten wegrennen können. Aber ich glaube, dafür einen Slot zu vergeuden, wäre nicht sinnig. Dann nehme ich da aber lieber wieder Genesung. Um Heiltränk zu sparen. Nach dieser Quest hier jedoch ist das völlig irrelevant. Du da! Da hast du eine Karte mit dem Schatz. Ich bin zu alt und zu krank. Alle tot. Die ganze Kompanie. Nur ich und der Sold, der nie ankam. Verfluchte Orks. Ich bin nicht betrunken. Das Licht glänzte so sehr. Glänzendes Licht. Vertraut auf die Ahnen. Ja, die Ahnen sind mir gerade ziemlich Wurst, aber das ist eine Quest, wo es eine ganze Menge Gold gibt. Das war die Holde Maid, die uns den Auftrag gab, binnen 3 Tagen diesen irgendeinen Typen. Vertraut auf die Ahnen. Tötet 5 Goblin-Schamanen, ich hab's nicht vorgelesen. Tut mir leid. Ja, das ist so ärgerlich manchmal, ne? Aber im Questlog steht's auch nicht nochmal richtig. Für den sollen wir nur frisches Fleisch holen, das tun wir doch gerne. Bevor das verrottet. Das wäre ja zu schade. Ich meine, wenn das Tier schon dran glauben musste, dann kann es auch wenigstens verwertet werden. Hey. Oh, scheiße. Das war knapp. Ich mache mich sogleich auf den Weg, euren Auftrag zu erledigen. Freilich, ich hole das frische Fleisch sofort. Da oben, Pökelfleisch. Sammel in der Zeit noch Gold ein, das auf dem Weg ist. Warum packen die eigentlich alle Gold in Fässer? Das verstehe ich nach wie vor nicht. Ach übrigens, in Brunnen sind generell Heiltränke. Der gibt Sinn. Wer kennt das nicht? Man guckt in den Brunnen und holt einen Heiltrank raus. Total normal. So, einer. Da, Bücherständer. Schriftrolle. Kiste und da ist das frische Fleisch. Dann wollen wir doch mal auch bei den Büchern nochmal nachgucken. Ach nee, das haben wir erst im Inventar. Dann erst kommen wir zu den Büchern. Gesetze aus der Zeit Arno. Bauern sei es untersagt, mit Bären zu ringen. Das finde ich ist ein sinnvolles Gesetz. Huch, was ist hier? Ach, hier ist nochmal alles erklärt, das ist ja nett. Halt, hier kann ja sein, dass irgendwer das lesen will, dann habt ihr hier die Möglichkeit. Können hier alle paar Folgen mal machen, sowas. Das sind nur all unsere Sachen. Gut. Kann ich mit den Büchern auch machen, wenn sich das irgendwann zu sehr häuft. Wenn ich dann Lust habe, das vorzulesen, klicke ich es einfach an und ihr könnt das selber lesen, aber keine Ahnung, im Moment, ich kann es ja auch einfach vorlesen. Macht ja auch nichts. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Ich werde zwar zusehen, dass das nicht ewig da, also ich werde nicht jede Nebenquest machen und so weiter. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Vielen Dank. Nun steht der Trauerfeier für Bauer Wilbert nichts mehr im Wege. Helm der Knechte. Wir sind ein Knecht. 26, 21. Beides Konstitution plus 1, beides 2 Sockel. Achso, Moment. Dann haben wir natürlich noch weniger physischen Schutz, wobei physischer Schutz im Moment das Wichtigste ist für uns. Ja, man könnte in jedes dieser Häuser reingehen. Man findet auch in fast jedem irgendwie so einen Goldkram. Achso, übrigens, alles aufsammeln gibt es auch eine Taste für. Ja. Nochmal hier lang. Ah, oh, noch eine Quest. Töte den verdammten Ork Gnarf Keulenbein. Mein Unglück ist vollkommen.
Heute, in einer Woche, sollte ich meinen Schatz Hermann Wilbert heiraten. Doch nun ist er tot. Er sammelt Pilze und hat sich wohl leichtsinnigerweise zu tief in den Wald vorgewagt. Dort lautet der berüchtigte Ork Gnarf Keulenbein auf ihn. Eure Heldentaten sind legendär. Dürfte ich euch darum bitten, den Mörder zur Rechenschaft zu ziehen? Es ist mir eine Ehre, euch zu Natürlich dienen. Natürlich ist es das. Zack. Brauchen wir nicht. Weiter. Vergammelte Handschuhe. Braucht man anscheinend auch nicht. Das sind für einen Dunkelelfen. Wir haben inzwischen ordentlich Gold und wir haben immer noch so wenig Ausrüstung, also vielleicht sollte man sich doch überlegen. Weil wir echt nicht viel aushalten. Aber ich möchte jetzt eigentlich auch nichts kaufen, was mir das Bewegungstempo einschränkt. Wohl 3-4%. So, nehmen wir lieber die hier, weil die einfach ein bisschen günstiger sind. Den Sockel benutzen wir eh erst später und da haben wir neue Sachen. Naja, mal gucken. Vielleicht hilft es ja schon ein wenig. Auch wenn ich nicht ganz wirklich dran glaube. Na, Wegfindungsprobleme? Wo lang geht es? Da gibt's das Gold. Da zurück können wir erst, wenn wir da sind. Da ist auch die Hauptquest. Schaman machen wir auf dem Weg. Verlorene Liebe machen wir auf dem Weg. Ich bin mir nur nicht sicher, inwiefern wir für manche Sachen zurückkehren müssten, was natürlich äußerst unpraktisch wäre. Aber egal. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Geld oder Leben? Ja. Ich möchte eigentlich mein Leben. Aber wenn ihr mir Geld geben wollt, könnt ihr es auch gerne tun. Vor normalem Schaden schützt mich meine Rüstung kaum. Ja, ich weiß. Du wiederholst dich. Ach, Scheiße. Ja, das merke ich gerade auch. Ihr seid nämlich echt wohl ein paar viele. Alarm! Miststück! Ja, aber was für eins. Aber ich habe ein Level Up. Ein Level Up. So, Geschick. Standardmäßige Verteilung und jetzt nächste Fertigkeit. Wendigkeit wäre vielleicht ganz intelligent für uns. Wobei Meditation natürlich auch nochmal Zaubersprüche verbessert. Magie, Zauber und Regenerationszeit und Meditation nur die Regenerationszeit. Aber die wahrscheinlich besser dafür. Wendigkeit, Angriffs- und Verteidigungswert. Magiekunde macht mehr Schaden mit Magie, aber das ist im Moment noch nicht interessant für uns. Konzentration fällt weg. Konstitution. Ja, wäre gar nicht so schlecht. Allerdings ist das später dann völlig Wurst. Ich schwanke zwischen Meditation und Wendigkeit, aber ich glaube, Wendigkeit ist im Moment für uns sinniger. Wir haben einfach dadurch jetzt schon 7% mehr Angriff und vor allem 13% mehr Verteidigung. Das lohnt sich wohl. Okay, auf geht's.